Ich bin aus Stalingrad erstaunlicherweise heil herausgekommen, weil ich am 13. Januar auf Befehl des Feldmarschalls oder damals Generaloberst Paulus herausgeflogen wurde, um im Führerhauptquartier vor Hitler über Stalingrad Bericht zu erstatten. Wohl damals, oder nicht nur wohl, sondern es war so, dass der Generaloberst Paulus und sein Chef des Stabes Schmidt der Meinung waren, dass in diesem Zeitpunkt, nachdem mehrere Generalstabsoffiziere und Generäle bei Hitler vergeblich versucht hatten, Stalingrad oder dem Befehlshaber dort freie Möglichkeit zu gestatten, also auch zur Kapitulation, glaubte man, dass vielleicht ein Frontoffizier in Panzeruniform mit Ritterkreuz geschmückt Hitler noch im letzten Moment beeindrucken konnte, was zweifellos nicht der Fall war. Ich bin dann nicht mehr nach Stalingrad wieder reingekommen, weil es auch keine Flugmöglichkeiten mehr gab. Ich bin dann Generalstabsoffizier geworden, nachdem ich ein Dreivierteljahr im Kubanbrückenkopf gewesen war. Bin dann als Generalstabsoffizier zum Feldmarschall Rommel geholt worden, der mich kannte aus der Afrikazeit. Habe dort als Einstower der Einstower ist der vierte Generalstabsoffizier im Führungsstab der Heeresgruppe, bin ich bei dem Feldmarschall Rommel gewesen, seinem Nachfolger, dem Feldmarschall Kluge von Kluge und schließlich dem Feldmarschall Model, bis zum Ende der Heeresgruppe B im Ruhrkessel, wobei die Kapitulation im Raum in Düsseldorf stattfand und ich dadurch dann erstaunlicherweise nicht in Kriegsgefangenschaft geriet, sondern ziemlich schnell mit dem Studium beginnen konnte.